Moin moin und herzlich willkommen heute mal wieder aus der Werkstatt. Heute haben wir folgendes Problem. Bei diesem Auto, ja, glatte Gefahr, Ölwechsel ist bald fällig. Ölstand prüfen meldet das Auto andauernd. Und wenn wir den prüfen, sagt uns der Peilstab, alles ist in Ordnung. Ölstand vom Auto ist korrekt. Das liegt am Ölstandssensor. Den werden wir heute erneuern. Parallel dazu machen wir natürlich gleich einen Ölwechsel mit. Alles weitere nach dem Intro. Fahrzeug haben wir aufgebockt, Motor warm laufen lassen. Als erstes drehen wir hier oben den Deckel auf, damit das Öl gleich vernünftig ablaufen kann. Wie man sieht, Motoröl ist auch warm. Legen wir beiseite und alles weitere geht gleich unter dem Auto weiter. So, nun unter dem Auto haben wir da oben einmal den Ölfilter, den wir gleich freilegen. Hier die Ölablassschraube dort und das ist der Sensor für den Ölstand. Aber als allererstes müssen wir jetzt erstmal mit dem 19er, mit einer 19er Nuss die Ölablassschraube lösen, damit wir das Öl ablassen können. So, die Schraube ist raus. Das Öl läuft in die Auffangwanne und jetzt kümmern wir uns um den Ölfilter. So, währenddessen das Öl noch weiter läuft, müssen wir uns jetzt erstmal hier um den Ölfilter kümmern. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen was freilegen. Ich mache das, ich muss mal eben kurz gucken, dass ich die Beleuchtung hier irgendwie hinkriege. Ich werde jetzt erstmal hier diesen Stecker lösen, den Schlauch hier aus der Schelle nehmen und beiseite legen, damit wir da ein bisschen besser rankommen, um dann den Ölfilter auszubauen. So, nun habe ich die beiden Sachen ein bisschen beiseite gelegt hier. Ich habe das hier fixiert, damit das nicht im Weg ist mit dem Kabelbinder. Den löse ich nachher. Jetzt drehe ich mit einer 32er Nuss den Ölfilter raus. Und das natürlich auch über eine Ölwanne, weil so ein bisschen lecken tut er noch. Man hat die Möglichkeit vorher hier diese Schraube rauszudrehen, dann läuft der Ölfilter leer und dann tropft er nicht mehr so beim Rausdrehen des Ölfilters. Das mache ich vorher auch. Der Ölfilter ist jetzt raus. Wie man sieht, ist natürlich so ein bisschen Öl daneben gelaufen. Das wische ich nachher nach dem Einbau wieder ab. Ich lasse das zurzeit immer noch auffangen von der Auffangwanne hier. Und jetzt geht es darum, erstmal den neuen Ölfilter in das Ölfiltergehäuse zu setzen. So, den Ölfilter haben wir gewechselt. Neuer Filter ist drin. Das ist der alte Filter. Zwei Dichtungen wurden noch erneuert. Und zwar einmal diese Dichtung hier. Und auf der Schraube, wenn man sie rausgedreht hat, ist auch nochmal eine Dichtung. Die habe ich auch erneuert. Das ist diese kleine Dichtung. So, jetzt wird der Filter wieder eingesetzt und dann geht es unterm Auto weiter. So, nachdem wir hier wieder alles sauber gemacht haben, Stecker wieder dran und auch die Schläuche wieder so verlegt, wie sie mussten, haben wir auch die Schraube reingedreht, die Ölablassschraube, weil das Öl mittlerweile fast komplett abgelassen war, hat nur noch getropft. Jetzt lösen wir diese drei Muttern. Vorher lösen wir natürlich nochmal den Stecker, den habe ich hier. So. Und jetzt lösen wir die drei Schrauben hier und dann können wir den Sensor gegen den neuen Sensor tauschen. Der wird dann einfach so nach unten rausgezogen.
Das ist wie gesagt eine 8er Vielzahn. Das mache ich jetzt mal eben. So, die Schrauben sind raus. Eigentlich dürfte jetzt nicht mehr viel tropfen, aber oh, ein bisschen kommt natürlich immer noch. Seht ihr hier auch, ganz klein bisschen Öl ist halt immer da. Deshalb immer eine Auffangwanne unten drunter stellen, dann kann nichts passieren. So, jetzt mache ich das gleich noch ein bisschen sauber, setze den neuen ein, Schrauben wieder reindrehen und dann haben wir das Wechseln des Sensors eigentlich auch schon erledigt. So, komplett eingebaut, alle Schrauben handfest angezogen, Stecker wieder drauf gesetzt. Jetzt ist unten eigentlich alles soweit fertig, wir werden gleich das Auto ablassen, die fehlende Ölmenge wieder auffüllen und dann war es das gewesen. So, jetzt wollen wir auch noch den Serviceintervall zurücksetzen, weil wir ja einen Ölwechsel durchgeführt haben. Ölwechsel in 2800 Kilometern. Das machen wir folgendermaßen. Zündung aus. Diese Taste gedrückt halten. Zündung einschalten. Ölwechsel zurücksetzen. Einmal bestätigen. Ölwechsel wurde zurückgesetzt. Zündung ausschalten. Und beim nächsten Einschalten kommt die Meldung auch nicht mehr, dass der Serviceintervall fällig ist. Das war's schon. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Solltet ihr den Kanal neu entdeckt haben, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Das motiviert mich immer, noch weitere Videos zu machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!